Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Heute wieder morgens früh aus dem Volkspark. Ja, ich werde nochmal irgendwann die Location ändern. Aber momentan ist das halt genau die richtige Location für mich zum Trainieren morgens. Und ich dachte mir, ich verschiebe mal den Kanal-Update auch mal hier hin, weil das immer eine nette, gute Aufwärmübung ist, einfach mal vorher ein Video zu machen. Dann ist man schon mal ein bisschen warm fürs Joggen. Schon ziemlich cool. Und ja, ich habe so ein paar Themen, die ich durchsprechen will. Während hier noch ein paar Flugzeuge rüberfliegen morgens um 6. Ich hoffe, man wird mich immer noch hören. genau, das erste Thema ist, ich glaube, das wichtigste Thema. Ihr wundert euch vielleicht wahrscheinlich, was ist so los auf dem Kanal also seit den letzten Monaten. Die meisten, die eigentlich meine Kanal-Updates verfolgen, müssten das ja eigentlich wissen. Ich habe ja ein Kanal-Update gemacht am Ende des Jahres 2017, wo ich dann halt erklärt habe, dass es jetzt erstmal reicht so mit dem Content Overkill, den ich mir die letzten Jahre gegönnt habe, und habe mir gesagt, ja, ich gönne mir mal die Zeit für andere Dinge, wie zum Beispiel das hier. Einfach mal morgens früh Sport machen und ja, auch andere Dinge auszuprobieren. Ich habe sehr viele Dinge ausprobiert in Richtung, auch sehr viele Sachen mit Kochen jetzt momentan zu Hause und Drinks machen. Die Leute, die meine, in meinen Streams drin sind, die wissen das, da habe ich schon so einiges erzählt, dass ich halt immer so gerne Pizza mache oder halt mir gerne mal so ein Saxophon am Strand für meine Streams gerne mal mische und halt jetzt wieder Sport mache, damit ich mal wieder ein bisschen fitter werde. Und ja, das größte oder das wichtigste Ding, was ich momentan halt mache, ist, ja, ist auch quasi seit dem Kanal-Update, den ich da gedreht habe, ist tatsächlich auch zur selben Zeit, mache ich seitdem auch meine komplette Sammlung sortieren. Ich bin sehr gut davor. Ich habe nur noch irgendwie 3 Koffer von, ich habe mittlerweile schon 13 oder so befüllt. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon das Bild gesehen dazu. Und ja, das spannt mich seit fast 6 Monaten ein, der Kram. Unter anderem noch mit Steuern und so ein ganzer Kram, den ich noch halt nebenbei machen muss. Und daher komme ich kaum zu den Videodrehs. Und das will ich auch dann auch wirklich nicht, weil ich habe ja gesagt, ich will auch ein bisschen andere Dinge machen und Prioritäten ein bisschen shiften lassen. Und daher ist es halt so content-technisch so immer mal mehr, mal weniger. Ich hatte ja halt im März hat man nochmal richtig aufgedreht, was die Duellserie angeht und das Jubiläum, wo ich dann halt sehr enttäuscht war, dass das Feedback teilweise richtig persönlicher Abfall war teilweise mir gegenüber, und habe mir ja dann halt so im April und jetzt Anfang Mai halt erstmal gesagt, okay, habe noch mehr Arschlöcher so in meinem Leben abbekommen, das reicht mir jetzt erstmal, und ich ziehe mich so leicht zurück, was das angeht, weil ich musste mich erstmal mit solchen Leuten ja, auseinandersetzen. Das habe ich jetzt getan. Bin jetzt mit sowas erstmal durch. Und deswegen mache ich jetzt halt immer morgens gerne halt diese Ear-Episoden. Ich habe mir ein bisschen so die Professionalität wieder rausgenommen, weil ich einfach morgens wirklich hier, wenn ich hier unten, hier draußen bin, besser gesagt, einfach deutlich motivierter bin, irgendwie Videos zu machen, als momentan zu Hause, wenn ich da irgendwelche Videos in meinem Set mache. Und daher will ich das nutzen. Deswegen habe ich mir gesagt, ich mache wieder die Ear-Folgen. Da gibt es so viele Themen, die ich besprechen kann, und ihr seid ja auch da fleißig am Mitkommentieren und gebt mir noch ein paar coole Ideen für nächste Episoden, weil so Diskussionsvideos wollte ich immer schon öfters machen, aber irgendwie meistens habe ich mich selbst einfach nicht dazu aufraffen können, überhaupt eins zu machen, und jetzt bietet sich das einfach perfekt an, während man einfach hier draußen rumläuft, so ein Video zu machen. Deswegen ja, so ein bisschen der ganze Shift, was das angeht. Natürlich habe ich, das habe ich mir auch schon von Anfang an gesagt, dass Leute wahrscheinlich da nicht mitziehen werden, weil die einfach halt wollen, dass der Content Creator sich umbringt, dass er 7 Videos die Woche macht. Das ist nicht so mein Stil, und deswegen habe ich auch damit ja, gerechnet, dass es auf jeden Fall Zuschauer schon gibt und weniger Views und weniger Abonnenten. Was natürlich noch, ja, so noch extra dazu kommt, ist natürlich YouTube jetzt. Wir hatten ja vor einem Monat mal kurz, habe ich ja einmal diese Abstimmung gemacht, wo, glaube ich, nur 70% meiner Abonnenten über meine Videos täglich irgendwie überhaupt in den Abo-Feed bekommen. Das ist schon etwas, ja, da wird einem mulmig ein bisschen im Magen. Ist halt natürlich doof, wenn halt das Hauptfeature in der App, wo man, oder auf der Plattform, wo man ist, nicht funktioniert. Das ist natürlich aber gut, damit muss man sich jetzt auch noch rumschlagen. Wenn YouTube einen runterwerten möchte, ist das dann halt so. Wenn das die Leute selbst machen, ist das vollkommen okay. Aber wenn dann noch mal eine Plattform auch noch mal ein Bein in den Weg stellt, fair enough. Okay, dann habe ich noch ein paar andere Themen. Ich bin zusammen mit Daniel und Sören jetzt diesen Samstag, werde ich in Itzehoe sein. Dort werden wir unsere allererste Regio haben in Itzehoe. Oh mein Gott, was sind diese Flugzeuge? Dieser Base.
Genau, wir werden auf der Regio dort sein. Ihr würdet euch da nicht mehr anmelden können. Das Ding ist, glaube ich, schon seit 2 Wochen dicht. Glaube ich, auf maximal 42 Spieler begrenzt. Aber für alle, die da sein werden, sag mal hallo, lass mich ein paar Karten signieren, lass mal ein bisschen quatschen. Ich glaube, da in Nizzo wird es schon eine etwas, ja, sagen wir mal, entspanntere Atmosphäre sein. Daher soll es da kein Problem sein, dass wir doch mal zwischendurch ein bisschen quatschen können. Und ja, das andere ist halt, ich habe mich jetzt die letzten Wochen, boah, ich glaube, ich gehe zu schnell. Ich walke schon fast immer. das Letzte, was ich gemacht habe die letzten Wochen, ist halt, mich um meinen Sponsor zu kümmern. Das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis das mit dem Vertrag und alles geklappt hat. Hat jetzt alles geklappt und ich kann euch jetzt reveal, wer der zusätzliche Sponsor ist zu Trader Online. Mücken. Mücken sind nicht die Sponsoren. Die sind eher Blutsauger. Die saugen einem die Asche aus der Tasche. genau. Der neue Sponsor, passend zu meinem Kanal, weil ich schon mal mit denen zusammengearbeitet habe, ist Custom Playmat. Und ich werde die nächsten Tage noch mit Thomas, mit dem Besitzer, noch mal telefonieren. Und dann versuchen wir für euch dann halt das, was ich eigentlich schon mit Trader seit Anfang an machen wollte, so eine Aktion zu machen, dass ihr halt einen Gutscheincode bekommt, womit ihr halt dann günstiger bei Custom Playmat einkaufen könnt. Bei Trader Online werde ich das auch nochmal machen, da werden wir nochmal miteinander schnacken. Ist auch mittlerweile ein Jahr der Sponsoring fast. Dass wir das da auch mal einführen, damit ihr auch, ja, den Mehrwert bekommt, auch wenn ihr auch schon so gerne dann bei denen einkauft, weil ich da ja auch selbst auch sehr gerne einkaufe, wäre das halt netter Win-Win für alle. Und ja, genau, Custom Playmat, da werde ich dann halt noch die nächsten Wochen ja, alles in der Videobeschreibung ein bisschen aktualisieren für die neuen Videos. Ihr bekommt einen Gutscheincode und ihr könnt euch dann selbst eure Matten für etwas günstiger zusammenstellen lassen. Und ja, wenn das cool klappt mit Custom Playmat, dann könnte man sich halt auch in Zukunft was überlegen Richtung Merch, Richtung Matten-Merch. Nicht meine aktuelle Matte, meine aktuelle Matte ist ein bisschen schwierig, was halt so Copyright angeht. Deswegen, weil da ganz viele von den Konami-Artworks drauf sind, sollte ich sowas lieber nicht verkaufen. Das wäre, glaube ich, keine so gute Idee. Dann kommt die NAS hinter mir her, NAS, das Nihon Studio da und verklagt mich, so wie Dueling Network damals. Aber ich habe was in Planung. So gegen Mitte des Monats, Ende des Monats, werde ich zusammen mit der Mana, die schon mal hier auch bei mir letztes Jahr auf meinem Random Pack Opening war, werden wir eine neue Matte designen. Ich habe schon ein paar coole Ideen und sobald die fertig ist, wird das dann halt auch meine neue Kanalmatte werden, weil die alte schon ganz schön ausgelutscht, die hat immer noch Pendelzonen und da muss mal ein Update her. Daher werden wir auch noch daran arbeiten. Das wird hoffentlich dann irgendwo im Sommer fertig. Und ja. Ich weiß nicht, habe ich noch mehr zu erzählen? Ich glaube, das waren jetzt 3 Flugzeuge oder 4 Flugzeuge, während wir hier rumgelaufen sind. Ah, 2 Airports in einer Schneise ist richtig Spaß. Ja, ich hoffe, euch jetzt, ja, soweit dieser Kanal-Update gefallen. Wie ihr schon bereits gehört habt, haben wir ja, am Song weitergearbeitet. Habt den jetzt mittlerweile auf 5 Minuten. Ihr habt jetzt eben das Intro gehört, was natürlich sich ein bisschen stark kontrastisiert. Starker Kontrast ist zum anderen Part des Songs, aber nichtsdestotrotz habe ich auch ein bisschen am Metal-Part weitergearbeitet. Ihr werdet jetzt noch mal im Outro wieder ein bisschen was davon hören. Ich hoffe, euch hat soweit dieser Kanal-Update gefallen. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.